Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es um das Thema Focus Stacking, also wie kriege ich mein komplettes Foto von vorne bis hinten scharf. Viel Spaß damit! Der ein oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich fragen, was ist eigentlich Focus Stacking? Dabei geht es darum, mehrere Fotos zu machen, die jeweils einen unterschiedlichen Fokuspunkt haben. Das heißt, einmal fokussiere ich auf den Vordergrund und dann vielleicht einmal auf den Hintergrund. Und diese Fotos kombiniere ich dann in Photoshop zusammen und kann daraus ein komplett scharfes Bild machen, so als hätte ich den Fokus sowohl im Vordergrund als auch im Hintergrund gehabt. Was solltest du dafür tun? Du gehst raus und solltest auf jeden Fall auch ein Stativ mitnehmen, denn ohne Stativ wird das Ganze relativ schwierig, dann später in der Nachbearbeitung. Von daher, stell deine Kamera sicher auf ein Stativ und dann als nächstes die Kameraeinstellung auf manuell. Denn das ist auch wieder sehr wichtig, da alle Bilder gleich hell sein sollten und auch von den Einstellungen her gleich. Außerdem ist es noch wichtig, den Fokus auf manuell zu stellen. Das kannst du sowohl am Objektiv machen als auch in der Kamera an sich. Ich habe es jetzt hier mal am Objektiv gemacht und dann kannst du manuell den Fokus verschieben. Wenn du deine optimalen Kameraeinstellungen dann getroffen hast mit der Blende, der Verschlusszeit und der ISO-Zahl, beginnst du mehrere Fotos zu machen. Dann fokussierst du das vorderste Element in deinem Bild und machst das erste Foto. Dann drehst du einfach den Fokusring immer ein Stück weiter, bis du im Hintergrund fokussiert hast und machst dabei immer weiter Fotos. Die Anzahl der Bilder hängt so ein bisschen davon ab, wie weit die Distanz zwischen Vordergrund und Hintergrund ist. Ich in meinem Fall habe jetzt hier mal 3 Fotos gemacht, aber es ist sicherlich sinnvoll, da auch mal 5 oder 7 Fotos zu machen. Dann kannst du deine Bilder in Lightroom bearbeiten und wenn das geschehen ist, markierst du alle Fotos, die du für das Stacking verwenden möchtest, machst einen Rechtsklick da drauf und sagst Bearbeiten in Photoshop als Ebenen öffnen. Jetzt haben wir alle Fotos in Photoshop geladen und ich kann dir mal ganz kurz zeigen, wie hier die Fokusverteilung sitzt. Das heißt, hier auf der ersten Ebene, auf der obersten Ebene, sitzt der Fokus hier im Vordergrund. Das siehst du hier, der Vordergrund ist sehr schön scharf und der Hintergrund ist dafür etwas unschärfer. Dann haben wir ein Foto, was hier auf den Mittelgrund fokussiert ist. Das heißt, hier diese kleinen Grashalme sind fokussiert. Und dann haben wir noch das hinterste Bild. Hier ist der Hintergrund, also hier sind die Berge scharf und der Vordergrund ist hier schon relativ unscharf. Wie können wir das Ganze jetzt kombinieren? Ich werde jetzt alle Ebenen hier wieder sichtbar machen, kurz rauszoomen und dann alle Ebenen markieren. Mit gedrückter Shift-Taste, dann gehe ich hier oben auf Bearbeiten und sage Ebenen automatisch ausrichten. Das Ganze lasse ich hier auf Auto und klicke einmal auf OK. Jetzt sind alle Ebenen ausgerichtet und wir gehen abermals hier mit allen ausgewählten Ebenen wieder auf Bearbeiten und sagen diesmal Ebenen automatisch überblenden und hier klicken wir auf Bilder stapeln. Dann klicken wir einmal auf OK und Photoshop rechnet jetzt automatisch diese Ebenen so zusammen mit Ebenenmasken, dass alle Bereiche des Fotos scharf sind. Jetzt siehst du hier schon, dass alle Ebenen ganz komisch aussehende Ebenenmasken bekommen haben. Ich kann jetzt hier mal eine anzeigen. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Manchmal spinnt Photoshop etwas und wir müssen da nochmal manuell rangehen. Deswegen kontrolliere auf jeden Fall dein Ergebnis hier. Zoom nochmal näher ran und schau, ob wirklich alle Bereiche im Bild scharf sind. Bei mir sieht das jetzt hier so aus. Ansonsten gehst du hier nochmal auf die Maske mit einem schwarzen oder weißen Pinsel und malst dementsprechend die Maske nochmal etwas aus. Ich denke, das hier ist ein super Ergebnis und das ist auch schon das ganze Geheimnis hinter dem Fokus-Stacking. Es ist also überhaupt nicht kompliziert. Achte wie gesagt darauf, manuelle Kameraeinstellung, sodass alle Fotos gleich aussehen. Manueller Fokus, den verschiebst du selber und dann einfach alle Ebenen in Photoshop übereinander bringen, automatisch ausrichten und dann überblenden lassen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben und natürlich auch Kommentare posten unter dem Video. Ich freue mich da immer sehr darüber, wenn ihr so aktiv seid. Und ansonsten, wenn noch nicht getan, den Kanal abonnieren, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Bis dahin, viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao!